Der neue Ford Ranger überzeugt mit robustem und elegantem Design, fortschrittlichen Technologien und effizienten Motoren. Mit über 27.000 verkauften Einheiten ist er der meistverkaufte Pickup in Europa. Im NCAP Crashtest erreichte der Ranger als erster Pickup 5 Sterne. Zur Auswahl stehen 4 Ausstattungsvarianten und 3 Kabinenvariationen. Mit einem Böschungswinkel von 28 Grad vorne und 25 Grad hinten sind selbst steile Hindernisse kein Problem. Die Top-Ausstattungsvariante Wildtrak kommt mit eigenständigem Grill, Sportbügel und 18 Zoll Felgen daher. Die Bergabfahrkontrolle des Rangers funktioniert sowohl vorwärts als auch rückwärts. Der neue 3,2 Liter 5-Zylinder Turbodiesel leistet 200 PS und 470 Newtonmeter. Bei der Doppelkabinenvariante beträgt die Ladefläche 1,55 Meter. Die Wildtrak-Ausstattung beinhaltet exklusive Sitze, welche mit Teillederbezug den Innenraum aufwerten. Das Fond der Doppelkabine bietet ausreichend Platz. Das Cockpit erscheint hochwertig und wird von einem 8 Zoll Touchscreen dominiert. Wir sitzen hier im Innenraum des neuen Ford Ranger Wildtrak. Das ist die höchste Variante, die es beim Ranger gibt. Hier haben wir so gut wie Vollausstattung. Es fehlen vielleicht einige Kleinigkeiten, aber die sind überschaubar. Kommen wir zum Lenkrad. Das ist ein Lederlenkrad, fühlt sich ganz gut an. Es ist mit einer Naht verziert, sieht ganz gut aus. Hier haben wir auf der rechten Seite mein Bedienfeld für den rechten Display im Tacho. Dann kann ich hier Telefon, Navigation und Entertainment steuern. Auf der linken Seite vom Tacho habe ich auch extra ein Bedienfeld hier. Kann ich mir den Verbrauch, Fahrerassistenz, Bordcomputer und Anzeigemodus wählen. Unten drunter hier am Lenkrad habe ich den Tempomaten. Und auf der anderen Seite kann ich die Telefone steuern und meine Musik lauter, leiser stellen. Natürlich die obligatorischen Scheibenwischregler hier und auf der anderen Seite den Blinker. An sich haben wir hier auch sehr schön verzierte Armaturentafel. Das Sync-System von Ford ist auch drin verbaut, was als Touchscreen hier funktioniert. Es ist nicht genauso wie beim Ford Focus RS, dass wir hier eine richtig große Tafel zum Steuern haben, sondern nur 3 Knöpfe hier in der Mitte und hier den Lautstärkeregler und den Tune-Regler. Unten drunter haben wir das Bedienfeld der Klimaautomatik und dann nochmal drunter 2x 12 Volt Steckdosen und unten drunter 2x USB und SD und AUX-In. Dann haben wir natürlich den großen Schaltknüppel, der doch etwas anders aussieht als im Ford Focus RS. Dann hier unsere Geländeuntersetzung wie Bergabfahrhilfe. Dann können wir hier die Allradmodi einstellen und eine mechanische Handbremse. Das war's vom Innenraum. Ja, sehr minimalistisch gehalten. Trotzdem hat man alles, was man braucht, ne? Ja. Für ein Arbeitstier auch sehr luxuriös, kann man sagen. Genau, also man kann da auch mal eine ordentliche Strecke fahren, ganz normal, Autobahn durch die Stadt. Ist auch sehr bequem. Ja, ne? Ist auch sehr bequem. Ist natürlich sehr groß, also in der Stadt ist man natürlich leicht eingeschränkt. Ne? Parkplatz finden ist wahrscheinlich eine schwierige Sache. Ja. Aber an sich kann man ihn natürlich ganz gut auch als Privat-Alltagsfahrzeug fahren. Aber ja, seine Stärken hat er wirklich im Gelände und am Hänger ziehen. Ja, Hänger ziehen vor allem und natürlich auch auf der Ladefläche. Also da kriegt man schon ordentlich was unter. Das stimmt. Man kann auch noch Aufbauten drauf machen, dann wird es immer mehr. Genau. Ja, vom Motor her, wir haben einen großen Diesel mit 3,2 Liter Hubraum und 200 PS. Der zieht doch einiges weg. Braucht er natürlich auch, gerade wenn er im Gelände unterwegs ist. Das Drehmoment ist sehr wichtig dann in dem Moment. Und deswegen ist der Motor richtig passend eigentlich für den Ranger. Ja. Hätte ich mir genauso gewünscht. Das stimmt. Und ich finde, dass er einfach auch von der optischen her eigentlich richtig was hermacht. Ne? Ja. Das ist wirklich Hut ab. Er ist stylisch und nutzt dir in einem. Also und er erinnert auch ein gutes Stück an Raptor, würde ich sagen. Ja, ja. Als Wildtrak auf jeden Fall. Ansonsten
ja, technische Daten kommen jetzt noch. Das waren die technischen Daten. Und ja, kommen wir mal zum Fazit. Der Ranger ist natürlich ein Arbeitstier, ist natürlich ein Pickup, der fürs Gelände gemacht ist, ein Auto, das praktisch ist und sein muss, und das ist es auch. Ich würde mal sagen, eine günstigere Alternative zum Amarok, obwohl ich mir auch nicht sicher bin, ob der Amarok diese Fahrleistungen im Offroad-Bereich auch so beherrscht, wie der Ranger das macht. Müssen wir mal noch ausprobieren. Ja, aber ich bin begeistert vom Ranger. Und ja. Das war's vom Ranger. Wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen. Und auf der rechten Seite verlinken wir euch noch zwei andere Videos. Unter anderem das vom Ford Focus RS.